Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Schlag den Sub für den Monat Mai. Und doch, ich muss vorneweg schon mal sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Und zwar hatte ich einen Ausgangswert von 204 Büchern, was ja eigentlich letztes Mal richtig geboomt hat, also die Neuzugänge jetzt. Im letzten und im vorletzten Monat hatte ich ja jeweils 16 Neuzugänge. Ich muss sagen, da habe ich mich echt im Rahmen gehalten dieses Mal. Und zwar habe ich ja 12 Bücher gelesen. Davon sind 3 Bücher vom Quartalsub, 4 Bücher vom Lovely Book Sub gewesen, 3 Rezensionsexemplare waren dabei und 1 vom Subvoting habe ich gelesen. Das entspricht einem Stand vom Quartalsub von 14 gelesenen Büchern von 15. Und das 15. Buch werde ich auch nicht mehr lesen, weil ich jetzt im Nachhinein gesehen da einfach keine Lust drauf habe. Ich habe es mir zwar ausgewählt, aber ja, es passt für mich jetzt im Moment einfach nicht. Das war das erste Buch der Schatten, heißt das, glaube ich, Verwandlung. Und für mich passt es erstens irgendwie besser in die kalte Jahreszeit, November oder so, weil es halt auch ein schwarzes Cover hat und so. Und außerdem ist es halt auch der Auftakt einer Reihe und diese Reihe hat, ich glaube, so 8, 9, 10 Bände, auf jeden Fall relativ viele, obwohl die Bücher dünn sind und deshalb wollte ich das nicht beginnen. So viel einfach nur mal dazu. Und vom Lovely Book Sub habe ich 8 von 20 Büchern gelesen. Also es ist auf jeden Fall schon ganz gut, finde ich. Neuzugänge 6. Na, das klingt doch auf jeden Fall schon mal besser. Also 10 weniger als in den letzten beiden Monaten. Ich habe 4 Rezensionsexemplare bekommen. Und 2 Bücher gekauft. Und zwar ein Buch habe ich gekauft, weil ich ein Rezensionsexemplar angefragt hatte, wo ich den zweiten Band einfach noch nicht von gelesen hatte. Also den ersten wohl, aber den zweiten nicht. Und ich habe dann das dritte als Rezensionsexemplar auch noch zugeschickt bekommen. Und ja, da muss ich natürlich den zweiten Band kaufen. Und das andere Buch habe ich eigentlich auch nicht gekauft, weil es nämlich kostenlos war. Es war ein E-Book. Ja, das entspricht einem aktuellen Stand von 199 Büchern und zwar deswegen, weil ich eins der Bücher halt gar nicht im Lovely Books eingetragen hatte und damit verwalte ich ja meine ungelesenen Bücher und deshalb zählte das nicht dazu. Deshalb für diejenigen, die jetzt irgendwie mitgerechnet haben oder so, ja, eigentlich hätte ich 198, aber das eine Buch ist quasi auf dem Sub gar nicht erschienen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Also 199 Bücher, das macht eine Bilanz von minus 5 Bücher, ist also schon mal super. Ich habe was abgebaut, das war ja Sinn der Sache und mein Ziel. Und ja, ein erlaubter Buchkauf wäre theoretisch 2 Bücher, weil ich halt 14 Bücher vom Quartalsub gelesen habe. Und ich hatte ja gesagt, pro 5 Bücher, die ich gelesen habe von dem Quartalsub immer, darf ich mir ein Buch kaufen. Im Prinzip habe ich ja dieses Jahr schon so viele Bücher gekauft, dass eigentlich ich gar keine Bücher mehr kaufen dürfte. Nur mal so. Aber wie gesagt, ich finde, der Monat war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und es würde mich wie immer interessieren, wie euer Monat so gelaufen ist. Habt ihr mehr gekauft als gelesen oder andersherum? Und seid ihr zufrieden oder nicht? Das würde mich interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.